Hallo und herzlich willkommen bei Touris Guides and Let's Plays. Heute mit einer neuen Ausgabe von Gran Turismo 7. Und heute geht es um die Trophäe 3 legendäre Autos. Es gab bei dem legendären Autohändler ein neues Update, wo ihr zwei weitere Fahrzeuge kaufen könnt, die das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen haben. Einmal den Jaguar XJR 9 und dann den Mazda, den legendären. Ich zeige euch jetzt, dass leider die Trophäe, selbst wenn ihr die beiden gekauft habt und ein drittes besitzt, nicht funktioniert. Denn, wie ihr seht, in meiner Garage habe ich hier den Mazda, den Jaguar und den sauber Mercedes, alles drei Fahrzeuge, die das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen haben. Und wir können unter den Details sehen, hier nehmen wir mal den Mercedes, dass wir hier lesen können, definitiv im Juni errang der C9 mit der Startnummer 63, das Fahrzeug, was wir hier gerade vor uns haben, beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans einen glorreichen ersten Platz. Gut, das wäre das erste Fahrzeug. Dann haben wir den Jaguar. Das war ein Brite. Da haben wir den Briten. Gehen wir mal ein bisschen weiter runter. So. Oh, da. So, und beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans im 9. Jahr 1988 wurden im Publikum entlang der gesamten Strecke zahlreiche Union Jacks gehisst. So, ein bisschen überspringen. Der gefahrene Wagen wurde beim 24-Stunden-Lauf als erster von der Zielflagge empfangen, also Sieger des 24-Stunden-Rennens. Und dann gehen wir noch mal schnell zu dem Mazda. Da haben wir ihn. Und auch hier sehen wir, dieser 787 startete 1990 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, hatte mit zahlreichen Problemen zu tun und so weiter und so fort. Und am Ende heißt es, im nächsten Abschnitt, auf Platz 19 gestartet und er raste ohne Zwischenfall zum Gesamtsieg am Ende, im letzten Abschnitt. Der erste Gesamtsieg in Le Mans für einen japanischen Hersteller. Also dieses Fahrzeug, man sieht es ja auch alleine im Text, gleich schon unter dem Bild, dass er das 24-Stunden-Rennen gewonnen hat. Also, ich besitze drei legendäre Fahrzeuge, die alle Le Mans gewonnen haben, aber es gibt keine Trophy. Sagt uns, die Trophy ist glitched und momentan nicht zu erreichen. Bedeutet, ich würde mir an eurer Stelle diese Fahrzeuge trotzdem schon mal kaufen. Ja, gerade den Mazda und den Jaguar, sie sind sehr günstig. Sie kosten nur, ich glaube, 1,8 und 1, nee, 2,5 Millionen und knapp 1,9 Millionen. Also relativ günstig. Versucht das irgendwie hinzukriegen, denn ich denke, dass mit dem nächsten Patch oder vielleicht auch dem darauffolgenden erst, Behebung des Glitches kommt und dann hoffentlich die Trophäe auch im Nachgang freigeschaltet wird für diejenigen, die sie erreichen wollen. Und ja, also somit ist Platin momentan nicht erreichbar für alle bisher und ja, ich hoffe, dass ich euch auf den neuesten Stand bringen konnte. Wie gesagt, zwei aktuelle legendäre Autos, die 24 Stunden gewonnen haben, könnt ihr euch jetzt kaufen.
Ich würde mich beeilen, bevor sie weg sind. Wie gesagt, sie sind nicht teuer. Der Mercedes kam 3 Millionen und ich glaube, der GTO, den es mal gab, der kostet 4,6 Millionen. Da kriegt er hier schon beide zusammen für. Ja, also in diesem Sinne müsst ihr euch noch auf eure Platin gedulden, aber ihr könnt schon mal vorsorgen und diese Autos kaufen. Ja. Ja, dann hoffe ich, dass euch das soweit hilft und würde mich über ein paar Kommentare oder auch Likes freuen. Gerne auch ein Abo. Die meisten meiner Zuschauer sind keine Abonnenten, wie bei fast jedem. Und wäre schön, wenn ihr das machen würdet, denn auch das hilft mir persönlich weiter, neue Funktionen freizuschalten, um ja, meinen Content besser anpassen zu können. Und ja, in diesem Sinne, schönen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video, euer Turi.